Es ist wohl die schrillste Veranstaltung während der Berlinale. Zur legendären Lausbubenparty zog es jede Menge illustre Gäste in ausgefallenen Outfits mit viel nackter Haut. Filmbösewicht Claude-Oliver Rudolph zeigte sich genauso wie Carsten Speck mit netter Begleitung. Michaela Schäfer kam mit dem definitiv billigsten Outfit des Abends. Sie trug einen Müllbeutel. Ja, ich habe mir heute eine Mülltüte angezogen. Ich weiß nicht, irgendwie war mir nach Mülltüte. Also bei mir ist das ja so, ich muss nicht unbedingt immer Haute Couture haben. Ich finde auch mal, das, was in der Schublade liegt, kann man auch mal verwerten. Und dann dachte ich mir, okay, ich trage heute Mülltüte. Und als Handtasche habe ich einen Gefrierbeutel genommen. Ne, man muss ja dann dabei bleiben. Wäre seltsam, mit einer 1-Euro-Mülltüte zu kommen in einer Gucci-Tasche. Was für das Nacktmodel zu einer guten Party gehört? Auf jeden Fall total viel Trash. Ja, also auf jeden Fall nicht zu viele A-Promis. Ich finde nämlich, dass die C-Promis, auch wenn man immer so schlecht über sie redet, aber am geilsten einfach Party machen können, weil denen alles scheißegal ist und weil sie einfach so sind, wie sie einfach sind. Aha, so macht also Feiern Spaß.